Ja, ich muss sagen, ich wusste das auch äh, in der Form nicht. Ich habe das alles eher abstrakt gewusst. Und die, Arm, die Art der Armut, also die Intensität der Armut, ähm, die hat mich erschüttert. Vor allem aber auch hinsichtlich der, ähm, der Wahrnehmung, wie der Staat eigentlich damit umgeht. Hallo, willkommen zum Podcast Sohn und Solche. Wir sind das Podcast-Team Friederike Brinker, Julia Wollmann und Marco Masura. Was ist der Zusammenhang zwischen Care oder Sorgearbeit und Macht? Wer erhält Unterstützung und wer leistet sie? Und was haben die Wahlen in Brasilien damit zu tun, wer in welche Suppenküche geht? Heike Drothbohm ist Ethnologin und beschäftigt sich mit Care, also damit, wie Menschen sich um andere Menschen kümmern. Dabei werden zahlreiche Unterscheidungen zwischen Menschen getroffen: etwa, wer berechtigt ist, Hilfe zu empfangen oder wer in der Lage ist, diese zu leisten. Sohne und solche. Ein Podcast über Menschen und wie sie sich unterscheiden und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen mit dem SFB 1482 Human differenziert. Was, was ist denn eigentlich Care oder ähm, Sorge? Der Begriff ist ähm, für uns erstmal so eine zentrale Heuristik, um darüber nachzudenken, äh, wie können wir überhaupt ähm, über Unterscheidungsformen nachdenken, die äh, also in Kontexten stattfinden, wo die Frage, wer wird unterschieden, noch gar nicht so eindeutig geklärt ist. Also im, im Deutschen sagen wir Sorge, im Englischen Care und das ist in allen Sprachen eine ganz spezifische äh, Begriffssemantik, also in den beiden Sprachen, die ich gerade genannt habe, unterscheidet sich das auch. Im Deutschen sprechen wir eben von Zuwendung, von Betreuung, Versorgung oder Pflege. Ähm, und ähm, es kann eben auch negativ konnotiert sein, wenn wir über sowas nachdenken, wie sich sorgen machen oder besorgt sein. Im Englischen haben wir, ähm, es ist eigentlich auch, auch ähnlich, aber was da eben noch mal praktisch ist, ist die Unterscheidung ähm, zwischen einerseits to care for und ähm, to care about und das kann man gut nutzen, um zu unterscheiden zwischen äh, einerseits ähm, sich um etwas kümmern, sozusagen das praktische Tun der Sorge und ähm, to care about sich für etwas interessieren oder sich sich Sorgen machen um etwas und das ist so eine Unterscheidung zwischen einerseits den praktischen hands-on Formen der der Zuwendung einerseits und dann andererseits emotionale Varianten also so eine Art kognitives, äh, sich in Beziehungen setzen. Also da sind eben ganz wichtige Elemente drin, äh, die wir ähm, gut nutzen können, um aus ganz unterschiedlichen Perspektiven darüber nachzudenken, wie Menschen miteinander interagieren. Mhm. Ah, okay, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass das mit Pflege was zu tun hat, also sowas wie Pflegearbeit, Sorgearbeit. Mhm. Das ist eine, eine Begriffsassoziation, die sich ähm, etabliert hat und die auch gerne in der sozialwissenschaftlichen Forschung fokussiert wird. Das hat mit der jüngeren Geschichte der Sozialwissenschaften und vor allem äh, mit der feministischen Forschung zu tun, die eben seit den 1970er Jahren den Kehrbegriff nutzt, um sich mit der untergeordneten Position von Frauen, ähm, vor allem in westlichen Gesellschaften, auseinanderzusetzen. Also Frauen, die unter bezahlte oder unbezahlte ähm, bei uns als weiblich konnotierte und dem Haushalt zugeordnete Tätigkeiten übernehmen. Das ist das, was wir ähm, unter Care-Arbeit, also Pflegearbeit, ähm, ähm, was wir darunter verstehen, ähm, also Arbeiten, die sich ähm, aus einer kritischen Perspektive auch damit beschäftigen, wie Kinder, Alte, Kranke versorgt werden, aber auch wer sich um den Haushalt kümmert, wer tätig Tätigkeiten vollzieht wie Putzen, Wäsche waschen, aufräumen. Also die äh, Bereiche, ähm, die der niederen ökonomischen Sphäre zugeschrieben werden, mhm. obwohl sie gleichzeitig das Rad des Lebens am Laufen halten, sozusagen. Genau, und dieser Punkt äh, wird eben von dieser Art von Forschung über die Auslagerung äh, dieser als weiblich konnotierter Tätigkeiten in die Care-Industrie, also in Krankenhäuser, Alten oder Pflegeheime in den Blick ähm, genommen. Das ist etwas, was schon viel gemacht worden ist und in den letzten ungefähr, sagen wir mal, zehn Jahren äh, wurde der Kehrbegriff ausgeweitet und jenseits dieser politikwissenschaftlichen und feministischen Forschungen auch von zahlreichen anderen Disziplinen benutzt und da gehört eben die Ethnologie mit rein, die äh, dann eben nicht nur die Versorgungspraxis im Haushalt für die eigenen Angehörigen, sondern auch ganz andere Tätigkeiten, also jede Art von sich kümmern, sich kümmern um Tiere, die Pflege von Gärten, das Darbieten von Ob Gegenüber Göttern oder Geistern oder auch eben die Beratung von Geflüchteten oder die Versorgung oder was weiß ich, die Bergung von Opfern einer Erdbebenkatastrophe oder eine bestimmte Art von Bestattung. Das heißt, das Spektrum dessen, was man sich angeguckt hat, was man mit diesem Begriff versucht sich anzuschauen, das ist immer breiter geworden. Aber es hat sich eben auch als sinnvoll erwiesen. Mhm. Und das machen wir uns zunutze in diesem Projekt. Okay, das heißt, es ist so ein extrem breiter Sammelbegriff, unter dem quasi alles fällt, was bedeutet, man kümmert sich um irgendwas oder irgendjemanden. Genau, man kümmert sich, man sorgt sich. Es ist eine Form der, der Beziehungsgestaltung und ich denke, dass diese Breite des Begriffs auch irritierend sein kann, dass man das auch ähm, als Problem empfinden kann. Also, es geht im Grunde darum, dass innerhalb äh, von einem Begriff oder wenn ein Begriff besonders breit ist, ähm, dass dann äh, Ähnlichkeiten auftreten können, die ähm, während gleichzeitig extreme Unterschiede auch ähm, in den Blick kommen, die die Dinge eigentlich auseinanderhalten würden. Mhm. Und ähm, äh, in Bezug auf ähm, das, wo wir hier arbeiten, hilft uns das, ähm, die normativen Grundlagen in den Blick zu bekommen, anhand die, derer diese Dinge, also zum Beispiel Beziehungen, Praktiken und Objekte, eigentlich als unterschiedlich wahrgenommen werden, aber doch auch verglichen werden können. Also, um es so an einem Beispiel festzumachen, ähm, wir könnten im Grunde, wenn wir mit dem care arbeiten, äh, sagen, dass es eben eine Eigenschaft einer Mutter ist, aber vielleicht auch die einer Klinik oder des Staates, dass sie sich kümmern. Also, dass ihnen zugeschrieben wird, dass sie sich kümmern sollen. Ihnen wird diese Position zugeschrieben. Das heißt, es wird von ihnen erwartet, und äh, eventuell werden sie dieser Rolle, also als Mutter, als Staat, als Klinik, erst wirklich gerecht, also im Auge der Gesellschaft, wenn es ihnen gelingt, sich richtig zu kümmern. Also in einer bestimmten Art und Weise, die von der Gesellschaft als angemessen angesehen wird. Warum äh, ich das so ausführlich beschreibe, ist in all diesen... Bei diesen drei Elementen ist Care eine Familienähnlichkeit, bringt die Dinge in einen Betrachtungszusammenhang, weil Care Rollenkonstituierend ist. Und selbstverständlich müssen wir dann in der Forschung ganz genau hingucken, was bedeutet. Also es hört dann auch irgendwann auf die Familienähnlichkeit. Die Unterschiede werden dann eben in der Nuance, wie man Forschung umsetzt, relevant. Aber wir können uns das anschauen, um zu schauen, zum Beispiel, dass alle drei Kontexte, die ich jetzt beispielhaft genannt habe, mit Macht ausgestattet sind. Also, die Mutter, die Klinik und der Staat sind mit dem Recht ausgestattet, zu kontrollieren und zu sanktionieren. Und das bedeutet, dass eben, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt für unsere Forschung, dass Care in aller Regel eine asymmetrische Beziehung mhm. ist beschreibt. Und da passt das auch zu den drei ähm, Beispielen. Wir haben andere Begriffe, die eher, die eher sozusagen ähm, gleichwertige, gleichrangige Beziehungen beschreiben würden, sowas wie Solidarität oder Freundschaft. Das wären, wären alternative Begriffe. Wusstet ihr, eine asymmetrische Beziehung bezeichnet eine Beziehung zwischen zwei ungleichen Positionen? Eine Person kann beispielsweise aufgrund ihres Amtes, ihres sozialen Rangs oder ihres Lebensalters höher gestellt sein und sich daher gegenüber anderen in einer machtvolleren Position befinden. Asymmetrische Beziehungen verbinden Vorgesetzte mit ihren Mitarbeiterinnen oder Eltern mit ihren Kindern. Ich finde das total spannend, weil die, wenn ich jetzt zurückdenke an diese klassische Care-Pflegearbeit, an die ich am Anfang gedacht mhm. habe, sind das ja eher Jobs, die gesellschaftlich, sagen wir mal, geringeres Ansehen haben, als sie eigentlich haben sollten. Und dass das dann aber trotzdem, ja stimmt, das sind ja auch immer Jobs, wo wenn ich Krankenpflegerin wäre, hätte ich natürlich eine gewisse Macht über die mm. Patientinnen und Patienten. Ne? Ja, ja, doch es geht auch um das, genau, es mhm. geht um dieses, Zug, dieses, dieses Zugriffsrecht ähm, mhm. und ähm, ja, die, die Frage von Nähe und Distanz und wie das dann in den jeweiligen Kontexten auch ausgehandelt wird. Da gibt es mhm. eine hohe Legitimität von ähm, äh, von Zugriff und ähm, dann aber auch eben wieder nicht und ja. das wird auch nicht nur von den beiden Positionen ausgehandelt, die da miteinander interagieren, also die die Position, die ähm, Care gibt und die Position, die Care empfängt, sondern das ist eben auch jeweils ein Umfeld mhm. ähm, und ähm, also ich will gar nicht sagen, dass Asymmetrie dann bedeutet, dass das sozusagen wie so eine äh, Linie von links nach rechts laufen würde, sondern das, das ist auch ein Spannungsverhältnis. Es kann in Frage gestellt werden, es kann unterwandert werden, unterlaufen werden ähm, und so weiter. Aber ähm, ja, zunächst mal, ähm, es ist so etwas wie, sowas wie das ist der erste Blick, den man darauf richtet und dann guckt man an der Stelle, wie man weiterkommt. Und auch natürlich, wo es seine Grenzen hat. Das ist bei Konzepten ja immer so. Diese haben nur eine gewisse Reichweite. Ja, und mit diesen Rollen, die man hat, die quasi entscheiden, wer bestimmt, wie nah wir sind, wer muss es quasi ertragen, hat man ja quasi auch wieder diese Verbindung zur Humandifferenzierung, oder? Genau. Das ist dann. Ähm die Art und Weise, wie wir unser, ähm, unser Projekt ähm, aufziehen. Also wir fragen erstmal ähm, in unserem Projekt ganz offen danach, wie Menschen andere Menschen unterscheiden. Und zwar in Zusammenhängen, ähm, in denen Menschen Unterstützung oder Zuwendung bedürfen und sie das eben von anderen erhalten. Und dabei arbeiten wir. Äh, eben nicht über den privaten Raum oder über den medizinischen, klinischen, sondern äh, im Öffentlichen über Netzwerke, Initiativen, NGOs, Nachbarschaften, also sozusagen was ganz, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unkonkretes, unabgeschlossenes, ähm, ähm, also ja, Orte oder Zusammenhänge, an denen Menschen Unterstützung erfahren. So was wie eine Nachbarschaftshilfe, ähm, anlässlich von einem bestimmten Problem oder einer Krise, ähm, aber auch ja, ein kleiner Verein, der sich gebildet hat. Ähm, also, wenn ich sage klein, dann ist zwar, ist zwar die Reichweite klein, aber das Phänomen ist schon groß. Also, ja. es, sind, sind, ähm, es sind große Bevölkerungsanteile, die. Ähm, über diese Art und Weise mit Menschen, die sie eigentlich nicht kennen, also das ist schon auch ein wichtiges Kriterium bei uns, äh, in Kontakt treten und sich gegenseitige Unterstützung geben. Ja, stimmt. Es, mit Corona war das am Anfang auch ganz groß mit diesen Einkaufshilfen. Ne? Da, ähm, da hatten wir versucht, was zu starten und dann festgestellt, es gibt überhaupt keinen Bedarf mehr, weil es schon ganz viele Gruppen gibt. Ja, genau. Äh. genau <laughs> äh. Es, äh, und das wurde ja auch direkt durch die, durch die Social Media gestützt mhm. und so weiter. Gab es dann innerhalb von Windeseile WhatsApp-Gruppen mhm. Gruppen, Gruppen in, ähm, äh, in den Nachbarschaften, wo man auch Leute kennengelernt hat, die man vorher noch gar nicht kannte. Also, das war eigentlich ganz schön. Also, es sind sehr spontan entstehende Initiativen, oft, oft ganz alltägliche Situationen. Und ähm, Corona ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil ähm, das ähm, der ganze Bedarf äh, äh, an informalisierter äh, Fürsorge mhm. hat eben auch damit zu tun, dass wir uns als in einem Zeitalter der Krise befindlich empfinden. Mhm. Also so eine, wir haben eine gegenwärtige Zeit- und Weltwahrnehmung, ähm, die so eine Art Zuspitzung erfährt. Und es sind eben heute nicht nur die Kinder und die Alten oder Menschen mit Behinderungen oder die Kranken, um die sich gekümmert werden muss. Es sind ähm, angesichts politischer und demografischer Veränderungen, äh, eben immer mehr Menschen, die auf die Versorgung von Menschen angewiesen sind, mit denen sie nicht verwandt sind und ähm, die eben nicht vom Staat versorgt werden. So. Mhm. Also, es gibt es, man muss schon auch zur Kenntnis nehmen, dass zahlreiche Programme, öffentliche Versorgungsstrukturen ähm, weggebrochen sind. Also, zumindest okay. äh, in bestimmten mhm. Kontexten. Ja, ja. Also, die Krise, ähm, der Begriff beschreibt ja im Grunde auch so Zuspitzungsmomente, wo es dann gravierend wird. Und da wäre jetzt Covid ähm, ein Beispiel, ja. weil dann natürlich Menschen nicht mehr sich selbst versorgen konnten, die es eigentlich konnten. Also ja. zum Beispiel die Oma, die eigentlich nur die mit ihrem Rollator immer noch gut zum Supermarkt gehen konnte, die sollte das eben jetzt nicht mehr tun. Und dann sind andere reingekommen. Also das war da die Zuspitzung der, der Situation. Ähm und dann ist ja. vieles ja auch wegen den Distanzregelungen und so, ne? Klar. Genau, das war jetzt mhm. Covid und ähm, äh, da, darüber könnte man auch gut arbeiten, wie eben, wie eben Care und, versch und verschiedene Unterstützungssysteme mit der Krise zusammenkommen. Ähm, was ich aber meine, sind im Grunde auch ähm, längere Perspektiven, unabhängig von so einer Zuspitzung, sondern eher dadurch, dass bestimmte öffentliche Strukturen mhm. weggefallen sind. Also das, das kann ich gleich auch nochmal erläutern, wenn es eher um die Fallbeispiele geht. Ja, genau. Dann wollten wir jetzt aber auch nochmal kurz zurück zum. Ähm SFB, wie genau der Zusammenhang ist mit den sonstigen äh, Projekten, würde ich mal sagen. Ähm mhm. Also es gibt ja in unserem SFB zum Beispiel Projekte, die sich mit der Situation von Menschen mit Behinderung beschäftigen. Mhm. Und bei uns ist eigentlich das Spannende eher, dass wir davon ausgehen, dass wir es nicht genau wissen. Mhm. Das heißt, wir gucken eher auf die Praktiken, die dann bestimmte Kategorien. Hervorbringen oder durch Kategorisierungen begleitet werden und dadurch eine Legitimität bekommen. Und eigentlich gehen wir eben zu Beginn der Forschung davon aus, dass wir es nicht wissen. Weder die Position derer, die sich kümmern, noch die Position derer, die, um die sich gekümmert wird, sondern dass wir das, wir halten das für eine grundlegend empirische. Mhm. Ähm, und wir fragen also, wer wird auf welcher Grundlage als legitimer Empfänger von Ersch Unterstützung angesehen und wer sieht sich selbst aufgrund von bestimmten Eigenschaften, Zuschreibungen oder Praktiken heraus in der Lage, Unterstützung anzubieten. Es geht also auch nicht nur um die Klassifikation derer, die Unterstützung mhm. bekommen, sondern es geht auch die, um die Selbstklassifikation derer, die um Unterstützung geben. Mhm. Weil wir verstehen auch das als ein ganz wichtiges Moment der Humandifferenzierung, also die Art von. Vielleicht Kapazität, die dadurch zum Ausdruck kommt. Wir haben eben Macht genommen, aber es, man kann auch sagen, es ist eine Fähigkeit, eine, vielleicht kommt es aus einer Position der Ressourcenstärke. Also zum Beispiel, ich habe den Eindruck, ich bin besonders gut vom Leben behandelt und will mich unbedingt kümmern, um das irgendwie auszugleichen. Das ist auch typisch für Care-Beziehungen. Dann geht es eventuell gar nicht so sehr um die Menschen, denen ich helfe. Mhm. Es geht ganz stark darum, eine bestimmte moralische Wahrnehmung meines Selbst dadurch auch zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Das ist auch eigentlich was ganz Typisches. Ja, ja, kann man sich vorstellen. Mhm. Und häufig ist es ja aber auch, ja, dass dass man mal in der einen Situation Hilfe braucht und der anderen gibt man sie. Ne? Also Genau, das, ja. dieses Überkreuzen, das mhm. finden wir eigentlich auch. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, dieses dieser Binarismus, der mhm. zwischen Helfern und Helfe Hilfeempfängern mhm. aufgemacht wird, dass der, äh, das ist ähm, nicht unbedingt ähm, äh, produktiv für unser Projekt, sondern es geht eigentlich eher auch darum, wie Positionen gewechselt werden, wie ähm, äh, vielleicht äh, derjenige, der Hilfe empfängt, demjenigen hilft, der Hilfe gibt. Indem er die Hilfe annimmt. Mhm. Also im, Aha, in der Mooschen-Logik, okay. äh, das ist ja, äh, eine, also die Reziprozität von, von, mhm. äh, des Handelns geht ja davon aus, dass eine Gabe gegeben ähm, und auch in Empfang genommen wird, mhm. bevor sie wieder zurückgegeben werden kann. Und dieses in Empfang nehmen ist ein ganz wichtiger, ähm, ganz wichtiger Akt. In der, in der Frage, wie werden Beziehungen eigentlich aufrechterhalten. Mhm. Wenn ich das verweigern würde, würde ich diese ganze Beziehung, die ganze Logik, die dem zugrunde liegt, unterbrechen. Ja. Das findet man natürlich auch. Es mhm. gibt natürlich Menschen, die sagen, ich äh, brauche keine Unterstützung, ich will das nicht. Damit verweigern sie nicht nur die Position, die ihnen zugeschrieben wird, sondern ähm, sie verweigern auch die Person, die sich dadurch in Beziehung setzen möchte. Und ähm, also dieses Unterbrechen, von, ähm, von ähm, der Empfängerposition oder überhaupt der Sorgetransaktion äh, ist eigentlich ganz ähm, wichtig, um zu verstehen, wie Ambivalenzen aufgelöst werden und wie äh, Menschen aus einer asymmetrischen Logik rausgehen, versuchen sich da neu zu definieren. Falls ihr das noch nicht wusstet, Reziprozität bedeutet Gegenseitigkeit oder Wechselbezüglichkeit. Es bezieht sich auf das Prinzip, dass auf eine Gabe eine Gegengabe erfolgen sollte, damit das Kräfteverhältnis innerhalb der Beziehung ausgeglichen wird. Kann eine Gabe nicht erwidert werden, bedeutet dies einen Statusverlust für die nehmende Position. Genau, also Sie arbeiten ja zu Brasilien und Portugal. was ist das Besondere an diesen beiden Ländern? Ähm ja, also ähm, das, das werden wir uns dann eben auch genauer anschauen. Also genau wie Sie sagen, es sind zwei ähm, Teilstudien ähm, und ich bin mir sicher, dass die beiden Mitarbeiterinnen auch gerne noch mal in diesem Podcast sich präsentieren würden oder ihre ihre Ergebnisse. Ähm, die beiden äh, arbeiten also äh, Frau Reichel arbeitet in Sao Paulo und Curitiba in mhm. Brasilien und die andere in äh, Elena äh, die Elena äh, Hernandez arbeitet in Lissabon. Und ähm, das Besondere ähm, der beiden Kontexte ähm, ist erstmal, dass an beiden Orten mit äh, der Verknappung von Ressourcen ähm, gerungen wird, vor allem was erstmal den sozialen Raum betrifft oder den urbanen Raum. Das müsste ich vielleicht eher so sagen. Also ähm, der Zugang zu Wohnraum und die Frage, wie Menschen in der Stadt eigentlich zusammenleben, ähm, das ist... Ähm, das sind Themen, mit denen die beiden zu tun haben, also Phänomene der innerstädtischen Verdrängung, der Verarmung, neue Formen von Obdachlosigkeit. Ehrlich gesagt, die Ähnlichkeit ist schon ein Ergebnis unserer Forschung. Also die beiden sind jetzt gerade aus der Feldforschung zurückgekommen. Und ich muss sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass Portugal und gerade auch Lissabon, also der der städtische Raum der Hauptstadt, dass das dass es dort auch so drängende Probleme mhm. gibt, vergleichbar mit Brasilien, was man ja eher mit extremen Formen von sozialer Ungleichheit assoziiert wird, eben mit ähm, großen Bevölkerungsanteilen, die auf der Straße leben und so weiter. Aber ähm, ich war ja auch ähm, kurz ähm, Frau Hernandez Frau besuchen in, äh, in äh, Lissabon und das war schon ähm, sehr interessant, mhm. ähm, äh, wie, wie wie intensiv die Armut die städtische Armut geworden ist und das kann man im grunde ähm, zeitlich auch festmachen an den Sparpolitiken ab 2008 2009 2010 ja. und das meinte ich eben ja. als ich gesagt habe ähm, also das sind eben jüngere Entwicklungen mhm. und dass der staat so stark zurückgegangen ist das will ich gar nicht verallgemeinern mhm. in Brasilien ist es das zum beispiel mhm. nicht in Brasilien haben wir es generell mit diesen extremen ungleichheiten zu tun mit großen, armen um. Bevölkerungsanteilen oder großen Bevölkerungsanteilen von armen äh, Gruppen. Ähm, aber in, 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 äh, in Portugal ähm, äh, ist das eben eine jüngere Entwicklung, die sich zum Beispiel ähm, in, ähm, äh, wie soll ich sagen, also es gibt so... Stadtteilräumungen, yeah. wo so eine Art Favela ähm, und das kann man schon dafür auch benutzen als Begriff. Ich habe ähm, hab 2011/2012 Erasmus gemacht in Lissabon. Mm. Mich hat das auch total schockiert, wenn ich mit dem Zug ja. aus der Stadt rausgefahren bin, hat man diese, ja, Fellblechsiedlung äh, ja. ja auch gesehen. Und das ich hätte in Europa einfach nicht damit gerechnet. Ja, war... ich muss sagen, ich wusste das auch äh, in der Form nicht. Ich habe mhm. das alles eher abstrakt gewusst und die Arm, die Art der Armut, also die Intensität der Armut ähm, die hat mich erschüttert vor allem aber auch hinsichtlich der, ähm, der Wahrnehmung, wie der Staat eigentlich damit umgeht. Also mhm. ähm, die kriegen dann so Räumungsankündigungen auf ihre Wellblechhütten-Türen geklebt mhm. und eine Woche später kommt der Bulldozer und macht die Dinger weg. Mhm. Und ähm, also diese ganze Frage der Verdrängung, ähm, es geht natürlich auch um die, äh, das Investment, also wie, wie wird eigentlich ähm, Raum ähm, kapitalistisch nutzbar gemacht und was passiert dann mit den Leuten? Das ist das eine und der ganze Kampf um ähm, würdiges Leben, was eben dann von Seiten der Aktivistinnen geführt wird. Ähm, das ist das, womit sich dann Frau das konkreter beschäftigt. Ähm, genau. Diese Aktivistinnen, sind das dann häufig auch Leute, die selber auch dort wohnen, also die selber auch evakuiert werden, oder ähm, ist das eine Mischung? Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Projekten. Also in Brasilien sind die Aktivistinnen, die, die dann auch dort leben mhm. ähm, und ähm, sich äh, in sozusagen Gemeinschaft konstituierten, konstituierenden ähm, Interaktionen kümmern. Aber kümmern ist dann auch, also die Sorge ist dann eventuell zum Teil auch schon zu asymmetrisch, weil das eben sehr als solidarisch gedachte Beziehungen sind. Und wir gucken dann eher rein, wie kommen die Asymmetrien in bestimmten Situationen. Und in Lissabon ähm, in ist es eben anders. Äh, da sind es tatsächlich Aktivistinnen, die dort nicht leben, die einen anderen Bildungsstatus haben. Die organisiert sind, die sehr gut informiert sind in Bezug auf die Rechtslage und die sich dann außer, äh, einsetzen für Menschen, die auf sie zukommen, weil sie eben äh, von, von Wohnungslosigkeit bedroht sind und mhm. ja, die sich dann dafür einsetzen. Okay. Ähm, genau. So, das heißt, es geht ja eigentlich mehr darum, dass man auch Gemeinsamkeiten da, dadurch herstellen will, dass man zusammen demonstriert, als mhm. dass man sich äh, also eigentlich eher, dass verschiedene Gruppen zusammenkommen mhm. und nicht getrennt werden, oder? Mhm. Ja, genau. Das ist, ähm, das ist so. Also, ähm, in, wenn wir, wenn wir erstmal neutraler auf diese, auf diese Praktiken schauen würden, dann sind es alles Versuche, Differenzen zu überwinden und Gemeinschaft herzustellen. Also, jetzt noch mal ganz kurz zum Beispiel. Also, was sind das eigentlich für, für, ähm, für Initiativen, in denen die dann mitgearbeitet und mitgewohnt haben, also sind zum Beispiel NGOs, kirchliche Gemeinden, Suppenküchen, aktivistische Hausbesetzungen, Beratungsorganisationen. Ähm, da haben die beiden dann eben teilnehmend, beobachtend mitgemacht mhm. und haben diese Art der, des, ich will nicht sagen versucht, das klingt dann so wie es hat halt nicht gelungen, sondern das sind schon Prozesse der Vergemeinschaftung, die äh, in diese in diesen Alltagspraktiken stattfinden. Ähm, aber gleichzeitig können wir ja schon davon ausgehen, dass eben die Tatsache, dass die Menschen unterschiedlich sind und sich eben auch unterscheiden, eine anthropologische Grundkonstante ist. Wir interessieren uns eben einerseits äh, für die Frage, wie in diesen Initiativen Kategorien zur Sprache gebracht werden, fokussiert werden, thematisiert werden, die auch ins Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt werden sollen. Also zum Beispiel beim Kampf um Rechte. Ne? Also wenn wir sowas benutzen wie Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit ist eine ganz starke ähm, Kategorie. Es ist ähm, auch moralisch ähm, äh, konnotiert. Ähm, andere Begriffe, sowas wie alleinerziehende Mütter, Menschen mit niedrigem Einkommen, Asylsuchende, all das mhm. sind ganz äh, klar umrissene Kategorien und mit denen arbeiten auch diese, Gru diese Gruppen. Ähm, es sind eben nicht nur Erfahrungen, sondern es sind auch ähm, äh, Kategorien, die in Institu institutionalisierte Formen legitimer Unterstützung eingelagert mhm. sind. Aber das, was ich besonders spannend finde, ist, dass wir eben nicht nur mit diesen Formen der Humandifferenzierung arbeiten, also diese fixierten äh, Begriffe, die in unseren Köpfen direkt was aufrufen wie Bedürftigkeit, Unterstützungswürdigkeit vielleicht auch, sondern es gibt eben noch andere, viel weniger konkretisierte Unterscheidungsformen. Die vielleicht auch den AkteurInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, gar nicht so richtig bewusst sind. Mhm. Also ähm, wir halten es eben für ein besondere, eine besondere Chance oder einen besonderen Gewinn, ähm, in diesem SFB zu arbeiten, weil eben nicht nur die benannten, institutionalisierten und verrechtlichten Kategorien angeschaut werden, sondern auch schwächere Formen, die eventuell eher auf so einer sprachlich diffusen oder emotional effektiven Ebene festgestellt werden können. Ähm, weil ähm, dadurch, dass es in diesen Initiativen, die ich eben beschrieben habe, tatsächlich um die Herstellung von Gemeinschaftlichkeit geht, also um die Überwindung von Differenz, ähm, ist ähm, äh, die Frage, äh, wie Unterschiede aufrechterhalten werden oder wie mit ihnen umgegangen wird, wenn sie auftreten und man sie eigentlich gar nicht haben möchte, mhm. das ist eben dann auch ein Spiel. Spannendes Moment, was auch sozusagen womit auch die Leute zu kämpfen haben, über die wir arbeiten. Es kann natürlich auch ähm, asymmetrische Hilfebeziehungen geben, wo das nicht nur in Frage gestellt wird, mhm. sondern wo Gemeinschaftlichkeit auch dadurch hergestellt wird, dass diese Asymmetrie aufrechterhalten wird. Mhm. Da wären eben die evangelikalen Kirchen ein ganz gutes Beispiel. Ähm, äh, das hatte Frau Reichel eben schon rausgearbeitet, dass es Eventuell gar nicht so sehr um das Hilfebedürftige gegenüber geht, sondern die Beziehung zu Gott und die, ähm, die Leistung, die man erbringt, um in Gottes Augen besonders moralisch positiv dazustehen. Ähm, aber die asymmetrische -hmm. Beziehung, also wenn man selber derjenige ist, der Gott gegenüber quasi Care macht, dadurch, dass man sich um andere kümmert, aber dann ist doch eigentlich die asymmetrische Beziehung doch immer noch so sehr, dass Gott weit über einem steht, oder? Ist das genau. Die Kirchen äh, unterscheiden sich eben von diesen eher solidarisch angelegten mhm. Gemeinschaften, die ich eben genannt mhm. äh, habe. Es geht auch bei den Kirchen um Gemeinschaftlichkeit, mhm. aber Asymmetrie ist durchaus im Interesse der Akteurinnen. Ja. Aber es ist ein Dreiecksverhältnis sozusagen ja. zwischen Geber, Niemann und Gott. Religion. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja ähm, was ich eben noch sagen wollte, ist, dass ähm, auch in den anderen äh, Kontexten, es ja ständig um die Verteilung knapper Ressourcen geht, also sowas wie Nahrung, Wohnraum, vielleicht auch Kleidung, aber auch vor allem Zeit, Aufmerksamkeit und, und emotionale Zuwendung. Und dann können eben andere Formen von Unterschieden ähm, mächtig werden. Also zum Beispiel, ähm, äh, wenn wir uns in einer Umverteilungssituation äh, befinden, dann geht es eventuell nicht nur um Race. Class mhm. und Gender, anhand derer entschieden werden kann, wer ist denn jetzt wirklich bedürftig, mhm. sondern es geht auch um das Zusammenspiel von äh, anderen Kategorien, die andere Tragweite haben. Ähm, also, also, was, was wären das für Kategorien? Also, ähm, also sowas wie ähm, äh, Sympathie mhm. oder ähm, dass jemand sich adäquat verhält. Also ein Beispiel wäre eine Essensausgabe, die ja auch in Deutschland jetzt seit Covid oder auch dem, dem Krieg jetzt auch immer, ne? wir hören davon, dass die, die Tafelbewegung sehr stark unter Druck ist, weil es immer mehr Menschen gibt, die versorgt werden müssen. Also da reihen sich die Menschen ein, die stehen Schlange, was ja auch irgendwie eine symbolhafte Handlung ist, sich gleich zu machen und ähm, dadurch sich auch zu unterwerfen, bestimmten, einer bestimmten Logik des Adressiertwerdens. Aber dann kommt irgendjemand, der beschwert sich darüber, dass die Nahrung nicht ganz frisch ist, mhm. das Gemüse, was er da bekommt und der gerne was Besseres hätte. Und dann widerspricht er sozusagen dem Verhaltenskodex dieser Situation. Und dann gucken wir halt genauer hin, wie wird jetzt damit umgegangen. Wird das ähm, überdeckt kommunikativ, um die Gleichheit aufrechtzuerhalten? Wird das vielleicht zu anderen Situationen zur Sprache gebracht, um mit diesem Unterschied... Der aufgrund mhm. dieses anderen abweichenden Verhaltens äh, spürbar wurde, um damit angemessen umzugehen. Oder ein anderes äh, Beispiel. Was würde das heißen, dass man quasi sagt, ähm, wir haben leider nur das und stellen sie sich wieder hin? Oder wäre es so, ja, okay, wir finden da hinten noch eine Gurke, wenn sie gerne eine hätten? Oder? Das ist im Grunde alles eine empirische Frage. Also wir würden ja. uns genau angucken, ähm, wie gehen die, ähm, die HelferInnen in dem Fall damit um? Und was sagt das auch über deren Position aus? Also ist jetzt die Disziplinierung eher deren Interesse? Und die sagen, hör mal, wenn du dich hier so anstellst, dann kannst du gerne wieder gehen, wir haben genug Leute, die wir versorgen müssen. Oder ist die Aufrechterhaltung eines smoothen Durchlaufs mhm. ähm, und vor allem auch die Toleranz von dessen abweichenden Verhalten, ist das das eigentliche Interesse der, des Verhaltens auf Seiten der HelferInnen? Und ähm, genau. Das kann ich jetzt auch gar nicht beantworten, ja. weil das wäre eben dann ähm, eine Frage der, der empirischen Situation und ähm, da müsste man sich vor allem auch gehäuftere Situationen ja. angucken, wie wird dann immer wieder damit umgegangen. Aber im Grunde werden an der Stelle werden eben auch Ideale und Ideologien ausgehandelt in Bezug auf die eigene Position. Also ja. wer will ich sein, wenn ich Unterstützung gebe? Wie möchte ich in solchen... Bruchmomenten agieren, um das äh, ja, auszugleichen, was da stattgefunden hat. Und ein anderes Beispiel wäre eben zum Beispiel, wenn, eine, wenn äh, in, Haus, in einem besetzten Haus eine Frau ähm, ankommt, die, was weiß ich, alleinerziehende Mutter ist und sie möchte da eine einziehen und sie erzählt ihre Biografie. Und dann ist das irgendwie alles klar. Also die Frau ist eindeutig bedürftig, aber wenn das jetzt ein Vater ist und wenn der Vater sich irgendwie merkwürdig verhält und wenn er dann auch noch irgendwie besonders schick gekleidet ist, zum Beispiel in einem Anzug, dann wird es kompliziert. Und an der Stelle wird dann im Grunde deutlich, dass ähm, diese starken Kategorien, in dem Fall Einkommen, Gender, noch komplementiert werden durch andere Kategorisierungen die wesentlich softer sind, die nicht mhm. deutlich zur Sprache gebracht werden, die vielleicht eher auf so einer affektiven Ebene laufen, dass man irgendwie irritiert ist. Ja. Und das springen, bringen die AkteurInnen dann zur Sprache oder eben auch nicht. Und genau das sind diese Irritationsmomente, die uns besonders interessieren, die dann eben eventuell auch darin münden können, dass Positionen vertauscht werden. Also vertauscht. Ähm, ähm, ja, dann muss ich jetzt irgendwie nochmal überlegen, ob ich dafür ein Beispiel finde. Ähm, vielleicht dass jemand, der Hilfe empfangen soll, ganz plötzlich sagt: Hört mal, äh, ich komme hier nicht mehr hin. Mhm. Ihr seid überhaupt nicht legitim. Ich habe mhm. gedacht, ihr würdet es so und so machen und ähm, finde es gar nicht richtig, wie ihr das macht. Und ähm, ich komme, äh, ich gehe jetzt zu den anderen. Ja. Und das finde ich ist auch ein sehr interessanter Moment, weil so eine Figur in dem Moment die eigentlich diese Position, die ihr zugewiesen wurde, durch den ganzen Kontext, durch mhm. den Rahmen ähm, aufgibt und sagt: ähm, Ihr seid auch auf mich angewiesen. Ja. Ähm, ihr braucht mich auch. Wenn wir alle nicht mehr hier hinkommen, um Hilfe in Empfang zu nehmen, dann gibt es euch gar nicht mehr. Das wäre jetzt so ein Umkehrmoment. Mhm. Und ja. Ja, aber klar. Es ist, äh, wenn keiner zur Tafel kommt, dann braucht man die Tafel nicht mehr. Genau. Und das kann nicht mhm. nur aufgrund von nicht mehr vorhandenem mhm. Bedarf, sondern genau. es kann auch eine Protesthaltung sein. Ne? Ja. Mhm. ja, es braucht halt eine Alternative. Genau. Damit man diese, ich meine, die Tafel ist eine tolle Organisation. Also, äh, ähm, nee, aber es, es kann natürlich mhm. tatsächlich, könnte theoretisch auch sein, dass es, dass es da auch verschiedene Anbieter mhm. gibt. Ja. Ähm, und bei den Beispielen, die wir untersuchen, da gibt es tatsächlich zum Teil, also gerade bei humanitären Organisationen, bei, den, bei der Frage, wo Wohnraum... Schlafplätze mhm. angeboten ja. werden. Da gibt es dann verschiedene, zum Beispiel kirchliche Einrichtungen, mhm. die das anbieten. Und wir gucken uns eben an, wie so große, starke und scheinbar bekannte Marker der Humandifferenzierung zusammengebracht werden mit Sympathie, Einschätzung der Bedürftigkeit. Vulnerabilität ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, was eben eingebracht wird, um dann zu konkretisieren, mhm. wer bekommt, wer bekommt nicht. Ja. Mhm. Ähm wollen Sie vielleicht noch was sagen zu den ähm, verschiedenen Voraussetzungen für diese Humandifferenzierung in Brasilien und in Portugal? Ja, eigentlich schon, wobei das sind eben schon empirische äh, Fragen und das würde ich sehr gerne den beiden Mitarbeiterinnen überlassen, dass sie auch mal herkommen und ihnen erzählen aber sie ihre Forschung ausgewertet haben. Ja genau. Sie <laughs> genau. sind jetzt gerade zurück und haben erstmal ja, klar, ordentlich das, zu mm, tun. Genau. <laughs> ähm, aber ähm, was schon, ähm, was ich schon spannend finde, ist eben sind eben diese Zuspitzungen, die ich eben mhm. schon erwähnt habe. Ähm, die Covid-Krise gab es an beiden Orten. Ähm, wir haben es an beiden Orten mit ähm, mit Sparpolitiken zu tun, wobei das ist äh, in Lissabon tatsächlich noch ausgeprägter aber ähm, ja der staat ist eben an beiden orten nicht ausreichend an der linderung von notlagen beteiligt und es gibt immer mehr zivilgesellschaftliche initiativen die sich darum kümmern und in der hinsicht sind die beiden orte auch ähm, vergleichbar. und was wir auch interessant finden ist dass es nicht immer nur darum geht dass der staat kompensiert werden soll mhm. sondern dass das zum teil auch so ein zusammenspiel ist mit dem staat der äh, vielleicht durch ähm, ja, Freiwilligenarbeit wird auch ähm, legitimiert, rechtlich legitimiert, kriegt einen bestimmten Status, ähm, wird honoriert äh, durch, durch was weiß ich, also es geht nicht nur um den Staat, es geht auch um Gesellschaft, also wie werden solche Positionen in der Öffentlichkeit ähm, gewertschätzt und ähm, genau. Also, also sowas wie, was es hier zum Beispiel gibt, ist so eine Ehrenamtkarte oder? Genau das wären so Formen der Gratifikation. Ja, müsste ich jetzt auch nochmal, müssten die beiden dann erzählen. Frage ich in der Mittagspause. Bei, bei dem Brasilien-Projekt sind es ja Mitglieder von sozialen Bewegungen. Mhm. Und das hat eine ganz stark identitäre Position auch. Also die Leute, die da in den Küchen, Suppenküchen arbeiten, die sind eben Teil auch von einer politischen Gemeinschaft und das hat auch was, also Elena Reichel hat ja während des brasilianischen äh, Wahlkampfes, also den, den Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen geforscht und das hat dann auch, also es ist unmittelbar gekoppelt an die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei. Also die, diese Bewegungen ähm, sortieren auch Wählerschaften. Das meine ich. Es gibt dann so Verbindungen zwischen ganz unterschiedlichen politischen Ebenen, obwohl die erstmal in ihrem Auftreten, wirken, die alternativ aktivistisch man hat den Eindruck, so separiert. Aber so ist es eben gerade in Brasilien gar nicht, sondern es sind eher so, es sind so verschiedene Ebenen des Politischen, die auf die Weise organisiert werden und wo eben auch, wie wir im SFB sagen würden, Menschen zu zu Gruppen gemacht werden, also Lump together. Also wir sind so, werden so zusammengebündelt durch solche Bewegungen, die auch ganz stark mit symbolischen Praktiken arbeiten, mit Farben, Symbolen und so weiter. Das heißt, wenn ich Lula wähle, dann gehe ich in die eine Suppenküche von der aktivistischen äh, Bewegung vielleicht. Und wenn ich Bolsonaro wähle, wähle ich, gehe ich vielleicht eher zu der evangelikalen Suppenküche. Ja, richtig. Okay. Okay. Genau. So, so hat sich das in Brasilien sortiert, das stimmt. Es gibt schon überall Suppenküchen, mhm. aber es sind ganz unterschiedliche Programme darüber gestülpt. Mhm. Ja, cool. Mhm. Und wie sind Sie selber zum Thema Care überhaupt gekommen? Ähm, ich habe in meiner Postdoc-Forschung eigentlich über Verwandtschaft gearbeitet, über die Frage, wie Familien sich konstituieren und aufrechterhalten, wenn sie über mehrere Kontinente oder Orte überhaupt verteilt sind. Also es war so eine transnationale Familienforschung und da brauchte ich einen praxeologischen Zugang, um nicht nur darüber nachzudenken, wie Familien imaginär gestaltet werden, indem man aneinander denkt oder indem sozusagen auch der Name existiert, um irgendwie das zusammenzubinden, sondern um auf der Ebene von Alltagspraktiken zu verstehen, wie Menschen sich konkret einander zuwenden. Mhm. Also Geld schicken, Geschenke, Anrufe, sich besuchen und so weiter. Und da ist der Care-Begriff auch in seiner englischen Variante so nützlich, weil er dann eben einerseits dieses Praktische tun und das Imaginäre, das sich Sorgen, sich Sorgen machen, auch beinhaltet. Und das, das fand ich einfach sehr anwendungsbezogen, um nicht in eurozentrischen Verwandtschaftskategorien zu arbeiten. Also um nicht immer zu fragen, wo ist die Mutter, wo ist der Vater, wo sind die Kinder, sondern mehr zu fragen, wer kümmert sich um wen, auf welcher Grundlage. Und das ist sozusagen eine, eine für mich oder eine komplementäre Art, um, um neben dem Haushalt was eben auch eine wichtige Struktur ist, um zu verstehen, wie Menschen zusammenleben im, äh, im, im sozialen Nahraum, ähm, ja, was dann eigentlich äh, Familie ausmacht. Weil wenn, wenn zum Beispiel, also ich habe das in Cap Verde durchgeführt, wenn in Cap Verde über äh, Familien gesprochen wird, bedeutet dieser Familienbegriff, die benutzen auch das Wort, mhm. das ist ja auch ein portugiesisches Wort, eine portugiesische mhm. Kolonie, die benutzen dasselbe Wort, aber meinen damit oft was ganz anderes. Und da war dieser praxisbezogene Kehrbegriff eine mhm. gute Ergänzung, um wegzukommen von ja. Kategorien, die vorgegeben sind, in meiner eigenen Einstellung auch. Übrigens. Eurozentrismus bezeichnet eine Denkweise oder Perspektive, die Europa als Zentrum der Welt betrachtet. Europäische Werte, Normen und Interessen über die aus anderen Regionen stellt und ist daher kritisch zu betrachten. Ja, auch wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, wer kümmert sich um wen. Also, meine Familie wohnt in Norddeutschland. Äh, das heißt, wenn ich im Alltag irgendwie gerade Unterstützung brauche, spontan, dann denke ich natürlich bei, wer kümmert sich oder ich. Äh, bin ein bisschen einsam und möchte mal irgendwie Freunde treffen oder ich denke da an Freunde auch viel. Mhm. Ne? Also mhm. Genau. Mhm. Äh, an der Stelle ist eben genau, es ist, ist das nützlich, um genauer hinzugucken, wer kommt, da gibt es auch übrigens so Methodenwerkzeuge, dass man fragt, bei wem leist du Geld? Ähm, mhm. Bei wem heulst du dich aus? Mit ja. wem gehst du ins Kino? Das sind ganz unterschiedliche sind Dimensionen drei von unterschiedliche Beziehungen. Worte. Ja. <laughs> ja. Und ähm, das ist auch gut so, um ja. dann eben das abzugleichen mit den eigenen normativen Vorannahmen. Mhm. Und manchmal ist es auch ähm, auf eine gesunde Art irritierend zu hören, was die Leute dann sagen. Mhm. Also, wo findet dann eigentlich konkret Familie statt, wenn es ganz anders stattfindet als in ja. unseren Köpfen? Ja. ja. WhatsApp-Gruppe, <laughs> ja, genau. Zum Beispiel genau. Das ist auch ein Ort des Struggles äh, in, viele, <laughs> in vielen Familien. Genau. genau. Also ich habe so den Eindruck, dass es mehr, äh, mehr mehr freiwillige Frauen in so sozialen Projekten gibt. Genau. Ist das auch? Äh, ja, das ist, das ist ein spannender Punkt in Bezug auf das, was, was wir eben gesprochen haben in Bezug auf die Frage sozusagen Mutter Mutterrolle Legitimität von, von Negativen Bewertungen, weil. Ähm im Grunde, das bringt uns zurück zu, zu unserem Projekt, in der freiwilligen Arbeit auch häufig so eine Kompensation stattfindet. Also zum Beispiel, wenn es gibt eine ganz spannende Arbeit in, in Finnland, wo gezeigt wird, dass gerade Frauen, die eben keine legitime Grundlage in der Familie mehr haben, weil alle sind emanzipiert und niemand braucht mehr niemanden und es gibt einen starken Staat und so weiter, also die dann eben über solche freiwilligen Tätigkeiten sich auf eine bestimmte Art in Beziehung setzen mit Menschen, die sie nicht kennen, zum Teil auch über Landesgrenzen hinweg oder nach Afrika. Ähm, aber das äh, bringt ganz viel Inhalt in ihre in ihre Rolle, die eben auch gelehrt wurde dadurch, dass äh, es eben in Fragestellung äh, mhm. gegeben hat diese, dieser scheinbar weiblich aufgeladenen äh, Positionen. Und die finden dann eben äh, andere Tätigkeiten, vor allem in solchen in solchem Engagement. Und das finden wir auch wieder in den beiden Projekten, dass die sind sehr stark frauendominiert. Oh ja, krass. Also Frauen konkretisieren sich sozusagen mhm. über Care-Arbeit, die eben nicht unbedingt nur im Haushalt stattfinden muss, sondern auch an anderen Orten. Aber die Probleme sind damit auch nicht unbedingt äh, kleiner. Gibt es da auch, auch Unterschiede zwischen, den, ähm, zwischen der Nahrungshilfe in Brasilien, wo ich mir das vorstellen kann, äh, wer hat denn überhaupt die Fähigkeit zu kochen? Das sind ja vielleicht auch eher Frauen als Männer, denen das beigebracht wird und der aktivistischen arbeit in, ähm, in portugal wo ich mir das eher vorstellen könnte dass das irgendwie nicht ganz so frauendominiert ist oder da würde ich wieder, glaube ich, lieber an die beiden Mitarbeiterinnen yeah. abgeben. Aber das brasilianische Projekt ist auch aktivistisch. Es sind auch yeah. ähm, Aktivistinnen, yeah. die da arbeiten. Das ist nur eine andere Art von, ähm, also das ist sozusagen mehr Shared Economy. Yeah. Yeah. Und in Portugal ist es eher eine Beratungsleistung. Aber das, was ich von beiden Projekten mitbekommen habe, ist, dass es fast alles Frauen sind, die da äh, providen, mhm. geben. Yeah. Ähm, aber die, ähm, die Nutznießer davon, das, das muss man sich auch noch mal genauer angucken. Ja. Also, wo, wie das gegendert ist. Aber wie gesagt, die beiden sollen auch mal hier auf, Nehmen Sie auf die Liste. <laughs> ja, genau. Sehr ja. gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Nächsten Monat probieren wir mal etwas Neues aus und haben statt einem gleich drei Gäste. Die Amerikanistin Mita Banerjee, den Historiker Gregor Feind und den Theaterwissenschaftler Benjamin Wiestutz. Euch erwartet also nicht das übliche Interview, sondern ein Gespräch, in dem aus verschiedenen Perspektiven das Thema Leistung diskutiert wird.